Hallo Leute, weiter geht's bei Visions of Mana. Wir sind unterwegs zum nächsten Benevodrona. Und zwar der des Lichts. Der tut so ein bisschen das Erinnerungsvermögen von unseren Schauspielern hier beeinflussen. Und deswegen müssen wir den umhauen. Ich weiß noch nicht, wie lang dieser Dungeon ist. Wird wahrscheinlich ähnlich lang wie der Turm der Dunkelheit sein, den wir hier vorgemacht haben. Deswegen würde ich mal so leichtfertig behaupten, ich habe 50%. Ah, hier müssen wir uns wieder Brücken basteln. Hier wird nämlich Pucks Fähigkeit abgefragt. Okay, da kann ich mir eine Leiter machen. Ah, den muss ich bestimmt auch irgendwie drehen. Oder warum sollte ich? Ich bin jetzt schon auf der anderen Seite, ne? Ah, müssten diese Blobs nicht anfällig gegen mich sein? Das sind doch Eisblobs. Oder sind das Lichtblobs? Kann ich den drehen? If I turn it like this, okay, that did the trick. Aha, das macht da hinten was. If I turn it like this, okay, that did the trick. Ja, aber das... Ich muss ja irgendwie erstmal rüberkommen. So. Der hat mir hier hinten eine Brücke gemacht. Warum ist da überhaupt noch... Achso, das ist das Ding da. Ja, das muss man irgendwie betätigen. Aber ich konnte das eben nicht berühren. Da oben ist noch eine Kiste. Ich muss irgendwie rüberkommen. Konnte ich das eben wirklich nicht berühren? Hä? Habe ich das nicht eben... Okay, warum geht das jetzt? Und eben nicht. If I turn it like this, okay. Ja, dann macht das auch wieder Sinn. Ah, Moment. Dann kann ich das Ding auch bestimmt zur Kiste rüberschieben. Ja. Okay, dann schieben wir dich mal kurz zurück. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache, weil in der Kiste wird sowieso nur Schund sein. Den ich wahrscheinlich nicht mehr brauche. Ah, okay, ist ein neuer Zauber. Hat ja nicht so viel Zeit verschwendet. Du sollst nicht springen, du sollst ihn drehen. Ich finde das auch ein bisschen unpraktisch, dass man das immer mit X und dann bewegt er sich automatisch. Man hätte das mit Richtungstasten machen müssen. Dann könnte man ihn sofort nach rechts schieben und müsste mich einmal umständlich nach links schwenken, um wieder zurückzukommen. Aber naja, meckern auf hohem Niveau. So. Und der macht mir eine Brücke nach da hinten. Das habe ich mir schon fast gedacht. Will ich die Monster umkloppen? Ist da unten irgendwas? Wahrscheinlich nicht, oder? Obwohl, da wird mir jetzt was angezeigt. Aber das ist hier oben wahrscheinlich. Ne? Achso, Save-Punkt. Okay, das riecht nach Bosskampf. Ja, könnte von der Länge auch passen.
Aber da hinten ist was Großes. Ein Eismutant! Nett! Da bin ich aber mit meiner Reliquie aber goldrichtig aufgestellt. Autsch! Ich will ja gar nicht fliehen. Ich will den platt machen. So. Hauen wir dir... Nein, ich will hier. Hauen wir dir... einen rein. Hm, juckt dich anscheinend gar nicht so. Es sind Zauber halt von Anstand... von der Anfangszeit. Die machen... jetzt in Endgame... Naja, was heißt Endgame, ne? Ah, wohl, es wird Endgame sein. Wahrscheinlich wird das Spiel so ablaufen, wenn wir Vedova platt machen und dann geht's zum Endfight. So schätze ich es jedenfalls ein. Aber Moment, ich kann mir einen Flammensäbel machen. Oh ja, das tut dir weh. Uiuiui. Jetzt auf den letzten Drücker wirst du noch böse. Aber ich habe eigentlich mit Bene Vedova des Lichtes gerechnet und nicht mit einem Frostgigas. Und boom! Feuer magst du ja nicht. Uiuiui, kurz vor Verrecken wird er nochmal böse. Ich sehe gerade nichts, okay. Ja, sein Teleportieren ist ähnlich nervig wie ein Klassiker. Hier macht das zum Glück nicht so lang wie ein Klassiker. So, jetzt haben wir ihn nachher gleich. Und der kriegt 20.000 Erfahrungspunkte. So, da habe ich ein paar Krüge entdeckt. This whole trip is a little irregular. Da haben wir noch was. Hoffentlich 4KA-Liste. Jawoll! Damit ist sie wieder voll. So. Woohoo! All I wanted. It was all I wanted in life, and yet... He sounds like he's in pain. Like the memories are too hard to bear. Ja, es wird irgendwas mit seiner Freundin da zu tun haben, denke ich mal. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch auf der Göttin nicht so gut zu sprechen. Könnte ich mich bitte zurückverwandeln? Ah ja, stimmt, diese Wolken waren nur gegen Magie anfällig. We should be prepared for subsequent strikes. Help us out. Thanks for the pick-me-up. If the light passes through, the floor appears? I think the floor's there the whole time. We just can't make it out. Light leads the way to truth in all things, you might say, including the floor. Heißt das, ich kann hier rüber? Ja. Hm, da oben muss was sein eigentlich. Ah, die Kiste ist ein bisschen dunkel, deswegen hat man sie nicht sofort erkannt.
Ein neues Schwert, Schicksalsschwert. Ja, ich habe meine Lanze als Waffe, deswegen kann ich es gerade nicht gebrauchen. Oh, Erfahrungspunkte Boost. Alter, der Kampf ist keine Sekunde alt und ich werde in einen Schneeball verwandelt. Kann ich mich bitte befreien? Hallo! Ich bin fast tot! Willst du mich verarschen? Die ist auch verwandelt. Karina! Tu was! Die haben mich eiskalt getötet. Also wenn die Wolke das immer ist, die einen in Schneeball verwandelt, dann ist die maximal nervig. Ja, und gleich danach gibt's auch Hai Krüger. Val, you were touching your chest. You okay? Yeah, it's probably nothing. Okay, ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist, aber ich komme auf jeden Fall an die Kiste ran. Oh, Kelch des Vertrauens. Wofür war das nochmal? Für weitere. Oh, Kelch der Zukunft habe ich auch nicht mitbekommen. Ja, warum wechselt man jetzt automatisch dahin, ne? Für wen ist das? Für Karina. I agree. So. He thinks that we are not aware of his absent looks and far-off thoughts. If I turn it like this, okay, that did the trick. Okay, that did the trick. If I turn it like this, okay, that did the trick. Okay, that did the trick. Okay, that did the trick. If I turn it like this, okay, that did the trick. Komme ich da drauf? Ja, da sieht man jetzt was. Kann ich darauf... Ach so! Durch das Licht wird das dann bloß sichtbar, wo Plattformen sind. Ich dachte, in die Lichtrichtung könnte ich halt laufen, aber... Oh, da sind schon wieder zwei Wolken. So, als erstes die Wolken hier wegmachen. Die nerven. Ich bin schon wieder ein fucking Schneemann. Bin ich wieder normal? Danke. Ist das euer Ernst? Das hat vielleicht eine Sekunde gedauert. Und ich war wieder ein Schneemann. Weg mit dir! Made it out. Ah, schade. Level up knapp verpasst. Auf jeden Fall die Krüge kaputt machen. Für ein bisschen Heilung. Ja, ich spare immer die KA-Attacken. Weil die immer eine Weile brauchen, bis die aufladen. So, hier wird mir eigentlich was angezeigt. Ah, da. Fahrstuhl. We've been teleported. So Safe-Punkt. Okay, diesmal kommt aber der Lichtbinde Vedova, oder? Are we above the clouds? Ja, wir sind doch ziemlich oben, würde ich sagen. There may be someone lying in wait. Probably the Benevedon and Delaphos. Be wary of both, Val. Right. We should prepare now. Ja, ja, ja. Wir packen den. Hi!
Champion of the Goddess, enemy of my kin. Your truth from the past differs from what you find in the present. My hitherto eternal seal is broken. I would give my thanks. Oh, den haben sie mal optisch verändert. Sehr stark sogar. Das war vorher so ein Zyklopenauge. Delaphos! Give me Hina's... Wait, Val. Something's not right. Was zur Hölle? I am overflowing with power. This is the strength I remember. With such energy at my command, I will take my revenge on the goddess. Er hat doch erst drei Siegel gebrochen. Light is but a reflection of darkness. Shadows breed where light is strongest. Pray, where do you fall? I, Salafia, will be the judge. Wie stark wird er denn bitte, wenn der alle Siegel bricht, wenn er jetzt schon in der Lage ist, die Götter zu vernichten? Ja, Dunkelheitszauber beherrsche ich leider nicht. Deswegen haue ich mal mit den Stärksten, was ich habe, drauf. Das ist einmal das. Und mit Erdbeben. Oh, was macht sie da? Ah, sie kann so Flächenzauber, das ist nicht so ganz praktisch für meine KI, weil die das nicht checkt. Au, 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 au. Schnell raus da. Aber das, uiuiui, das Feuer, das magst du gar nicht, ne? Aua. So, wir sind ein bisschen angeschlagen. Ich nehme mal hier ein paar Krüge. Ah, Kaliste ist wieder voll. Sehr schön. Kriegst noch einen drüber. Aber ich wollte eigentlich mich wieder ein bisschen fitter machen, weil vor allem Palmi... Ja, mag... Okay, dann muss das Palmima halt... Ich mach mal so, weil das dauert, glaube ich, ein bisschen zu lange, bis Palmima soweit ist. Ja, schön daneben gehauen, Val. Hey, nicht abhauen! Kann ich mal... Ich treffe sie nicht, verdammt nochmal! Autsch! Ah, hier sind die, die Heilpötte. Ja. Ich dachte, das ist der Benevolver des Lichts. Warum kann der mich einfrieren? Hallo, ich will hier raus. Lass mich hier raus, verdammt! Hätte ich gewusst, wie lange das dauert, dann hätte ich Karina mich freizaubern lassen. So. Ey, du sollst Ramko nicht hauen, du sollst Benedova treffen.
Ja, okay. Irgendwie treffe ich sie nicht mehr. Mit der Fähigkeit. Keine Ahnung warum. Autsch. Komm, die ist gleich weg. Chosen champion. Nor are you a hero of the people. Why then do you fight? I... No. We want to make things better. Not because someone asked us to, but because we know that it's the right thing to do. Tell me, what made Delaphos change from a hero of legend into this? Do you know? The character in Delaphos and Cerulea had a mission. A reason to take up the sword again and fight. He was the goddess's chosen champion. And a hero of the people. What happened to him? Light is a reflection of darkness. Utter devotion corrodes into vengeful resentment. You and he suffered the same pain. The same pain? Hina... I do not bestow known truths upon mortals. Fate sees to it that what must be revealed is shown in due time. But I shall bear witness to your truth to the end. Look, the light elemental. Heyo! It's me, Lumina! And may I say kudos for getting Silaphia to see reason? Impressive! Lumina! It's been forever and a day! That you, Julie? Glad to see you! I'd like to say I'm doing well, but... I'm getting deja vu seeing Delaphos in the state. Looks like nothing's changed since the last time he attacked the goddess. Delaphos attacked her in that form? Why go to such lengths to hurt the goddess of mana? We should warn her that her old buddy's back and looking for trouble, while we have the chance. Hmm. Do you think there's a way to seek an audience with the goddess when I take you all to the mana tree? All this fuss and we still don't know why Delaphos is acting like this in the first place. Suffering the same pain that I am. That is what the Benevedon said. Yeah, it's gotta be a clue. Something to do with what sparked his need for revenge. I could feel it the further we went into the temple. Delaphos is in agony. The glaring light will obscure the boundaries of reality. Perhaps the boundaries of your minds were breached in some way. All we've got are theories. What I know for sure is that Delaphos is tormented by something. But no matter what his reasons, we have to stop Delaphos before he upends the whole world. That's the only way to know what really happened, and have a chance to get Hina's core stone back. Look at you! Facing challenges head-on, and finding the courage to go after the truth! You're lighting your own way! Okay, I've decided! Fairy? Aber hier ist niemand, den sie auswählen könnte. Solgard Val. Seeker of answers and truth. By the grace of the goddess of mana, I name okay. You the Ohm of Light. Das geht natürlich auch. Me? In Ohm? But Val's already got a job. Solgard. Those aren't mutually exclusive. Liza was a Soul Guard once, and then became the Ulm of Earth. Seeker of Truth. A suitable pseudonym. Val was willing to interrogate a Benevedon in order to better understand our quandary. And Lumina does have a soft spot for you. Of course I do!
Okay. I, Val the Soul Guard, accept my new position as the Alm of Light. Lucky for us all, I'm pretty sure a Soul Guard who is also an Alm will have no problem convincing our guardian friend. Convincing who? Just wait, you'll see. Well, what are you waiting for? Go back to the town and let everyone know not to worry. They've got a new Alm of Light. We made it back to Terratio. Aisha is probably in the front of the theater. Okay. Moment, das können wir doch beschleunigen, oder? Where to next? Ich glaube, das hat jetzt nicht so viel Unterschied gemacht, aber... naja. Also sie haben ja Theater gesagt, aber der Stern ist irgendwie nicht im Theater. Musst du mir jetzt die Aufführung auch noch geben? Hm? You've returned. I assume that means you've dealt with the Benevedon of Light? Oh, enough about that. The sky has cleared, and so have our heads. We remember the entire script for Delaphos and Cerulea. Now I'm sure that I can nail the part. Out of courtesy, I refrained from asking anything about the final act until the Alms returned. Might I inquire now? Of course. Here it goes. Okay, ich muss mir doch geben. Obwohl man eigentlich schon weiß, was passiert ist. Obwohl, nee. Vielleicht erfährt man jetzt den Grund, warum. Delaphos managed to subdue all 8 of the Benevedons, earning him the title of legendary hero by all those he had saved. Knowing that such awesome power should not be left in the hands of mortals, Delaphos returned the sword to the goddess. With the war ended and the Benevedon threat quelled, Delaphos found he had no more need to fight. His duty was complete. He returned home to his beloved Cerulea to live out the rest of his days in peace and tranquility. The end. Ich glaube, das stimmt nicht. There. Now that that's settled, the show must go on. We have to find our Alm of Light after all. You'll see, Fairy. We'll put on a performance that knocks your wings off. Wait. I, was actually named the Alm already. Sorry I didn't mention it. What? Yep. Everyone, meet your new Alm of Light, Val. It was back in Wendell after we beat the Benevedon. A plot twist! I saw this coming. Heyo! It's true. I made up my mind and Fairy already delivered the news. Lumina? But then, what about our show? If we don't need to perform in order to decide on the Alm, what will we tell our patrons? They're expecting a big reveal. It's all there in the playbill. How anticlimactic. Oh, I get it now. The townsfolk look forward to this play every 4 years, like Windvine and Longrin. The performers take pride in summoning the fairy. Oh, well, you know, things just kind of worked out differently this time. Delaphos, not this guy, but the real one, forced my hand. Troop leader, I have an idea that would make this the biggest show of our lives. A special performance. Special how? We add a fifth act featuring the Alm of Light. Then we have a scene where Val leaves for the Mana Tree. It'll connect the story of the past to current events. You want me to act? Not a speaking role, just a guest appearance. Maybe swing your sword around. You know, play up your alminess. Do you want to
apart, Lumina? It is a once-in-a-four-year chance to give the people what they want. My time has come! I've always wanted to be a star! I was made for the stage, baby! Deal! The rest of the Alms can sit in the reserved seating to watch the show. Oh, wait a minute. I never agreed to any of this. Okay. Thank you for your patience. Without further ado, Terratio presents Delaphos and Cerulea. Oh, die echte Fee möchte auch mitmachen. Tree in our own way. And I think I speak for all of Lorimar when I say we're counting on you. Stay safe. A thrilling theatrical. I have never been more moved by a melodrama. Fairy attends this performance for every pilgrimage, huh? She really steals the show. Now then, all the alms are accounted for. Shall we be off to the Tree of Mana? As for myself, I have said my goodbyes to my colleagues in Lagrazzo. I am prepared to fulfill my duty. About that. Before we sacrifice anything, we have to ask for an audience with the Mana Goddess. She's gotta know some way to stop Delaphos. Ah, yes. You cannot leave Delaphos unchecked. May I ask what makes you think the Goddess can assist? Delaphos seeks revenge, and his target is the Mana Goddess. She's in grave danger. Plus, he's looking pretty bizarre these days now that his power is returning. There you have it. First and foremost, we have to talk to the goddess. If that is the consensus of the group, I have no objection. Though I find your lack of enthusiasm curious. Enthusiasm? Why am I not surprised? You do realize that no person has been simultaneously chosen as both the Soul Guard and Alm of Light in all recorded history, do you not? And yet, you continue on as though you're unfazed by this unprecedented phenomenon. Val, may I request an interview so that I might write down your thoughts for posterity? Maybe later. Yeah? I know that being named an Alm is rare under any circumstances, but I'm still just me. I don't feel any different. All that's changed is the goal at the end of my journey. What I know in my heart needs to be done. With Delaphos still out there, this pilgrimage will be the hardest that any Alm has had to deal with, probably ever. But I'm still here, and I'm still your Soul Guard, and I won't let anything happen to any of you. Of course. Protector to the last, I see. Your resolve is evident in both word and action. Admirable. I'm rooting for you all! Go get 'em!
Off to the sanctuary to meet with the goddess of mana at last. Okay Leute, wir sind am Ende der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.